Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen iRacing-Video auf dem Kanal Hauke Tobey. Wir sind heute auf dem Virginia Raceway unterwegs in einem LMP2. Das ist mein zweiter Besuch auf dieser Rennstrecke und wir hoffen hier von Platz 2 ins Rennen zu starten und am Ende auch eventuell sogar auf Platz 2 das Ganze zu beenden, wenn nicht sogar besser. Hauptaugenmerk ist natürlich erstmal das Safety Rating, das heißt so wenige Incident Points wie möglich zu kassieren und trotzdem für euch gutes Racing darzustellen. Wir gehen jetzt hier gleich auf die erste Runde. Es ist mit Flying Start in der LMP2 Klasse hier in der B-Klasse von iRacing. Ihr seht es, auf Platz 1 ist ein C-Lizenzfahrer, dahinter viele B-Lizenzen, ein paar A-Lizenzfahrer und jetzt wird es schon wieder kurios. Der Erstplatzierte macht ziemlich langsam. Ich überhole ihn, muss einmal kurz auf die Bremse gehen, lasse ihn wieder dran vorbei. Es hilft dem Drittplatzierten natürlich, in diesem Moment wird die grüne Flagge geschwenkt und der Drittplatzierte jumpt mich. Ich gehe natürlich, weil ich das Safety Rating nicht beeinflussen möchte, inside, um ihn einfach nicht zu berühren, um diese 4 Incident Counts zu vermeiden, falls er früher bremst und ich ihn hinten drauf fahre. Und das war auch die richtige Entscheidung. Wir lösen das Ganze sehr, sehr gut und können den zweiten Platz behaupten in Turn 1 und 2. Des Weiteren wird das Ganze dann auch hier im ersten Sektor ganz entspannt verlaufen. Er wird hinter uns bleiben. Aber auf der Gegengerade wird es dann auf jeden Fall wieder ein bisschen kniffliger. Denn der Slipstream mit diesen Autos ist sehr, sehr groß. Nebenbei hatte ich noch den Red Bull Car Launch an, der ja nicht wirklich spektakulär war. Das Design ist natürlich wieder so wie all die Jahre vorher, aber auch hier seht ihr im Rückspiegel, der Kollege macht jetzt gerade mächtig Druck. Unsere Opening Lap, unsere erste Runde ist nicht so gut. Hier haben wir schon sehr, sehr viel Rotation gehabt im Auto am Eingang der Kurve. Hätten wir gar nicht so früh runterschalten müssen. Und wie gerade angesprochen, der Slipstream-Effekt ist einfach immens groß und das seht ihr jetzt auf dieser Geraden. Der Kollege hinter uns saugt sich immer weiter ran, geht für die Inside-Linie und ich denke mir natürlich Safety Rating. Achtung, Achtung, lieber den Kollegen vorbeilassen und auf einen Fehler von ihm hoffen, um ihn vielleicht einfach ohne große Mühe zu überholen, denn ich finde, er hatte gerade wahrscheinlich schwitzige Hände, denn die Kurve ist hier in Virginia sehr, sehr eklig. Einmal den Bremspunkt verpassen und du bist weg. Da gibt es dann auch noch zwei oder drei andere Kurven. Die werden wir auch noch in diesem Video kennenlernen, die dann ein bisschen schwieriger sind. Aber auch hier, ihr seht es, wir sind bis auf 0,4, 0,5 Sekunden dran und haben einen super Slipstream-Effekt. Und da ich sehr, sehr viel Open Wheel halt fahre, liegt mir das Ganze hier auch ziemlich gut. Die verhalten sich ja fast schon wie ein Open Wheel Car. Und deswegen mag ich die LMP-Autos auf jeden Fall. Ich bin zwar jetzt wirklich das zweite Mal konstant unterwegs gewesen in diesen Autos, aber ich habe sie doch schon ein bisschen lieb gewonnen. Was überhaupt nicht schwierig zu erscheinen ist den Autos hier zu folgen. Aber wir werden jetzt gleich sehen, dass ich eine ganz, ganz große Unkonzentriertheit in diesem Rennen hatte. Und das werdet ihr ja zwei, drei Kurven später jetzt gleich sehen. Ich achte nur auf den Vordermann. Ich versuche die ganze Zeit im Slipstream zu bleiben. Auch hier versuche ich kürzer zu fahren wie er und hier, ich wollte nur ein bisschen später bremsen wie er, aber das passiert dann halt. Er hatte schon ziemlich spät gebremst, der Vordermann vor mir, und ich habe das Maximum halt leider ausgereizt und dann ging es für mich in die Wiese. Und jetzt heißt es dann wieder Anschluss finden an den Vordermann, was wir dann auch in ja, naher Zukunft in diesem Video auf jeden Fall tun werden. Nur ich hatte es auch angesprochen, wir müssen dann auf einen Fehler von ihm hoffen und der wird dann auch gleich passieren. Springen dann von Runde 3 in Runde 5, das heißt circa fast die Hälfte des Rennens absolviert. Ihr seht unten an meinem Laptime-Diagramm, dass wir tatsächlich in der vierten Runde unsere Zeit immens verbessern konnten. Und ihr werdet auch am Schluss sehen, dass die Zappen sich eigentlich wie einen Herzschlag bewegen werden in diesem Rennen. Ich möchte eigentlich immer meine Rundenzeiten verbessern, aber man muss ja auch darauf achten, dass man das Rennen auf jeden Fall safe beenden wird und nicht so endet wie der Kollege hier links. Und jetzt führen wir das Rennen an.
Jetzt haben wir natürlich nur noch die Aufgabe, das Rennen anzuführen natürlich und auch einfach konstant zu bleiben. Wir machen einen Schritt von Runde 5 in Runde 11, weil einfach dazwischen drin nicht viel passiert. Wir haben einen Abstand von 3 Sekunden zu dem Kollegen, der das Rennen am Anfang angeführt hatte. Und der wird in dieser Runde bis auf unter 2 Sekunden rankommen, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Denn ich versuche das Ganze hier in manchen Kurven dann doch ein bisschen zu safe anzugehen, wie zum Beispiel in dieser Kurve. Ziemlich früh auf der Bremse. Und auch hier lasse ich ziemlich lange durchrollen. Und dann kommt er dann halt auf gut und gerne auf bis 2 Sekunden dran. Ne? Bis zum Ende des Rennens wird er so an die 1,3 bis 2,8 Sekunden Abstand haben. Was ziemlich, ja, sagen wir mal, ja, ziemlich weit weg ist im Motorsport. Aber da ich, ihr seht es hier, mich auch in dieser Kurve schon wieder falsch positioniere für den Exit, kommt er dann halt auch durch solche kleinen Fehlern immer wieder dran. Ne? Wir kommen ein bisschen weit, oh, wobei, fahren wir gar nicht mal so schlecht. Ich dachte, da wären wir ein bisschen weit rausgekommen, aber da haben wir dann doch den Exit noch gut getroffen. Ja, Sektor 3 haben wir jetzt wieder ausbauen können. Den Rückstand auf den Fahrer hinter uns, der war bis auf 2,7, aber auch in den Bremszonen. Wir bremsen halt ziemlich früh, um das Auto nicht zu verlieren, denn wir wollen diesen ersten Platz halt durchbringen. Und haben auch bis zu diesem Zeitpunkt in Runde 12 einen Incident Point, was sehr, sehr nice ist. Das heißt, es sind jetzt zu diesem Zeitpunkt noch 2 Runden zu tätigen. Ihr seht es auch oben links in den Relative Standings. Race 18 Minuten von 20 Minuten. Das heißt, 2 Runden werden noch absolviert und das ist immer so eine Sache. 2 Runden vor Schluss. Entweder fährst du das Ganze jetzt mega safe nach Hause und kannst auf, ja, auf, keine Ahnung, wie soll ich das jetzt sagen, kannst damit rechnen, dass der eine hinter dir auf jeden Fall drankommt, weil der alles geben wird, oder du fährst nochmal ein bisschen mehr übers Limit, beziehungsweise ans Limit hinaus. Übers Limit wäre ja nicht gut, aber ans Limit, und versuchst dann nochmal den Abstand weiter auszubauen. Ich habe mich dazu entschieden, konstant weiterzufahren. Und das wird sich im Nachhinein auf jeden Fall auszahlen. Leute, ich hatte eine lange Pause in den Videos, deswegen, falls die Voice-Overs ein bisschen abgehakt auch wirken oder auch die der Mikrofonabstand von mir und dem Mic halt nicht wirklich stimmt und das so ein bisschen halt, wünsche ich mir, dass ihr in den Kommentaren auf jeden Fall eine Verbesserung reinschreibt. Denn ich hatte jetzt gut 2 Wochen, ja, sagen wir mal fast 10 Tage Pause aufgrund des Steißbeinabszess. Und es war heute der erste Tag, wo ich die Videos vor dem 23. Januar jetzt mal anfangen kann zu schneiden. Deswegen kann sein, dass die Voice-Overs ein bisschen abgehakt wirken, weil ich halt nicht jede einzelne Rennszene im Kopf habe. Aber so viel kann ich euch sagen. Ich bin wieder da. Ich kann wieder gut sitzen. Und ab nächste Woche geht es dann auch wieder weiter arbeiten, ab nächste Woche Donnerstag, wie auch mit dem Sport treiben. Ich zocke ja nebensächlich auch noch Fußball, deswegen freue ich mich da auf jeden Fall auch drauf, dass ich ab nächste Woche Donnerstag, ab dem 9. Februar, wieder aktiv am Mannschaftstraining teilnehmen kann. Und ja, das ist halt das, worauf ich jetzt auf jeden Fall hinaus und beziehungsweise hinarbeite. White Flag, die letzte Runde, die wir hier fahren. Ich wollte euch nur einmal erklären, wieso wahrscheinlich dieses Voiceover oder vielleicht auch der Mikrofonabstand zu mir jetzt in diesem Video vielleicht noch nicht so passen. Da muss ich jetzt wieder den bekannten Mikrofonabstand wieder herausfinden, aber das bekommen wir alles ganz, ganz fix wieder hin. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein kostenloses Like, ein Abo genauso kostenlos da lasst und ein Kommentar, wie gesagt, für die Verbesserungen oder für die Freude, dass ich wieder da bin, gerne da lassen. Und wir sehen uns zum nächsten Video in iRacing. Das wird wahrscheinlich auch wieder ein LMP-Video sein, weil ich daran sehr, sehr viel Spaß gewonnen habe. Und der Sieg ist für euch, Leute. Comeback-Sieg. Und haut herein. Viel, viel Spaß und viel, viel Genesung für alle Leute da draußen. Gesundheit ist das Wichtigste, was man haben kann. Haut herein. Ciao, ciao.